Klinker aus Bockhorn. Friesland. Hier am Geestrücken südwestlich des Jadebusens liegt ein ganz besonderer Lehm. Einzigartig durch eine Zusammensetzung, wie man sie so nur hier findet. Ein außergewöhnlicher Rohstoff für Klinker von bester Qualität. Sorgsam wird der reine Wiesenlehm abgetragen. Er liegt dicht unter der Oberfläche, in einer Mächtigkeit von gut einem Meter. Nach dem Abbau wird die Lehmweide ebenso sorgsam rekultiviert und erneut landwirtschaftlich genutzt. Und das schon seit über 300 Jahren. Denn so alt ist in Friesland die Tradition des Ziegelbrennens. Noch um 1900 stellten 34 Ziegeleien Klinker höchster Güte her. Heute ist das Werk Uhlhorn in Bockhorn-Grabstede die einzige verbliebene Klinkerziegelei im Landkreis Friesland. Der wertvolle Lehm aus den verschiedenen Vorkommen geht zunächst in die Aufbereitung, zum Zerkleinern und Durchmischen der Rohstoffe. Bänder transportieren den Lehm zum Kollergang und weiter in die Grob- und Feinwalzwerke. Die 10 Tonnen schweren Räder des Kollergangs pressen die Masse durch gelochte Stahlbleche. Die Aufbereitung sorgt für die richtige Korngröße im perfekten Mix. Wasser gibt dem Gemisch die nötige Verarbeitungsfeuchte. Pro Schicht laufen etwa 400 Tonnen aufbereiteter Lehm über ein Abwurfband in das Sumpfhaus. Der Eimer-Kettenbagger sorgt bei der Entnahme für die optimale Quermischung. Stimmt die Mischung? Proben und anschließende Siebanalyse im werkseigenen Labor sichern die richtige Verteilung der Korngrößen. Im Sumpfhaus lagert die Betriebsmasse etwa 4 Wochen. Dann geht es weiter. Nach einem letzten Durchmischen geht der Rohstoff zur Formgebung in die Presse. Bei kontrollierter Temperatur wird unter hohem Druck ein fester Lehmstrang gepresst. Ein Abschneider trennt Batzen vom Strang. Die Batzen laufen zum Harfenabschneider. Der gibt ihnen nun das gewünschte Format. Die frischen Rohlinge haben jetzt etwa die Konsistenz von Knetgummi. Immer wieder kritisches Prüfen. Der Rohling hält Maß. Vor dem Brennen muss den Rohlingen Feuchtigkeit entzogen werden. Dazu geht es in die Trockenkammer. Bei etwa 70 Grad verlieren sie 90% ihrer Feuchte. Die warme Luft dafür wird am Brennofen frei. Nach 3 Tagen gehen die getrockneten Rohlinge zur Setzanlage.
Hier wird nochmal Hand angelegt, um die Rohlinge exakt auf dem Ofenwagen auszurichten. Den Rest macht der Roboter. Passgenau setzt er die Rohlinge auf den Wagen. Nun geht es in den Ofen. In 120 Stunden durchlaufen die Wagen den 126 Meter langen Tunnelofen. Bei Spitzentemperaturen von 1200 Grad verbinden sich Ton- und Quarzteilchen zu höchster keramischer Festigkeit. Allein durch den einzigartigen Bockhorner Lehm, seine Mischung, die Setztechnik und die Feuerführung entsteht das natürliche, dauerhafte Farbspiel der Klinker. Der keramische Brand macht sie beständig gegen Laugen, Säuren, Schmutz, Umweltbelastungen, Wind und Wetter. Sie nehmen praktisch kein Wasser auf, das macht sie frostfest und gibt ihnen fast unbegrenzte Lebensdauer. Ein hoher Qualitätsanspruch, der ständig überwacht wird. Der Absetzgreifer nimmt beim Entladen der Ofenwagen die Klinker aus verschiedenen Lagen. Am laufenden Band. Klingt gut, alles bestens. Der erfahrene Handwerker am Bau weiß, immer Klinker aus mehreren Paletten entnehmen. Das sichert das einzigartige Farbspiel. Besuchen Sie uns. Entdecken Sie die bleibende Schönheit der Bockhorner Klinker und erfahren Sie, was den Unterschied ausmacht.